Hallo, willkommen in meiner Werkstatt. Ein kleiner Traum ist für mich wahr geworden, ein Wunsch hat sich erfüllt. Ein Stanley 45, ich glaube es nicht, dass ich wirklich einen Stanley 45 in meinen Händen halte. Ich habe ihn vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen ersteigert und kommt aus England, also er kommt aus Amerika ursprünglich, aber von England wurde er geschickt und jetzt ist er da. Und er dürfte komplett sein, aber der ist so unglaublich schön. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber in mir schaut es ungefähr so aus. Ja, genau, so. In dem Video, schwer zu erraten, geht es um diesen Hobel. Aber erst einmal, er ist halt auch ein bisschen rostig, aber sonst in einem sehr, sehr guten Zustand, geht es um die Reinigung, also um das Entrosten. Ich werde es mit Essig, also mit einer Essig-Essenz versuchen. Ich werde es auch machen, ob es denn klappt. Werdet ihr dann später sehen, ich auch. Mit seiner 25%igen Essig-Essenz werde ich die ganzen Metallteile für einige Tage, soweit ihr meine Geduld reicht, einweichen lassen, um ihn dann mit der Zahnbürste zu reinigen. Und dann geht es ans Messer schärfen. Ja, so sieht er mal aus. Nein, ist er nicht schön? Und er ist schwer. Der hat geschätzte 2,5 Kilogramm. Und er ist komplett mit tiefem Anschlag, mit den Verstellschrauben, sogar hier diese Vorwitzmesser, diese kleinen, da, hier, diese Vorwitzmesser, den hat er dabei. Also, genial. Dann gab es mit dabei, also der dürfte wirklich komplett sein, 2 kurze Führungsstangen, ein weiterer tiefen Anschlag, das ist auch so ein tiefen Stopp, irgendein Ritzmesser, eine weitere Schraube, das waren die weiteren Teile, die dabei waren. Hier. Dann, Messerblock, also Messerset 1, Messerset 2, ich zeige nachher eher alles im Detail, das eine und das zweite und das finde ich wirklich super. Die haben mir sogar die Originalbeschreibung dazu gepackt, ja, die ist wirklich herrlich, also leider steht kein Jahr drauf. Ich meine, ich weiß, dass der Hobel wurde ab 1892 bis, ich glaube, 1962 produziert. Aber schaut euch das an, ist das herrlich? Die haben die ganzen Fetzer mitgeschickt von dieser Beschreibung. Überlegt nur, ob ich das nicht irgendwie zusammenklebe, ja? Aber das ist die Originalbeschreibung. Das heißt, erster Teil ist, ich werde erstmal die ganzen Teile auflegen und einmal mit der Kamera drüber schwenken, dann werde ich ihn komplett auseinandernehmen. Und dann die Metallteile in einen Kübel mit der Essigessenz einweiten. Und dafür habe ich mich schon vorbereitet, nämlich 1, 2, 3, 4, 6 Flaschen von dieser Surik Essigessenz, Werbung, ich habe selbst gekauft, mit 25%. Werde ich das schön einweiten und dann, wie gesagt, je nachdem, wie lange meine Geduld reicht, die ganzen Metallteile einweiken und schauen, wie dann der Hobel aussehen wird. Und hier alle Teile im Überblick. Das ist der seitliche Anschlag. Ein wunderschönes Holz. Das werde ich ein bisschen ganz, ganz vorsichtig nachbearbeiten. Auch der Knauf, der ist so schön. Dann eben hier die Beschreibung. Das ist auch so ein Seitenanschlag für auch das Messer zum Auflegen. Das ist der Haupthobelkörper, der liegt wunderschön in der Hand. Da hier die Schraube, die geht noch irrsinnig leichtgängig. Die ist zum tiefen Verstellen vom Hobelmesser. Das hier sind diese Vorritzmesser, die sind hier. Tiefenanschlag, zweiter Tiefenanschlag zum Feststellen vom Messer. Das ist auch super, nämlich das dürfte schon ein neueres Modell sein. Der hat nämlich zusätzlich dieser Seitenanschlag hier eine Rändelschraube, wo ich auch nochmal fein justieren kann, die Tiefe. Dann hier noch die Führungsstangen, eine Zusatzschraube, ein kleines, ich weiß nicht wozu das ist, aber das ist auch so ein Messer zum, vielleicht zum Vorritzen, wie gesagt, Tiefenanschlag. Und da hier die Messer. Und das sind wirklich komplett. Messerblock 1 mit den ganzen Messer mit gerader Schneide und hier die Spezialmesser mit gerundeten Schneiden. Und eben hier, auf das bin ich wirklich gespannt, nämlich die Hobelmesser zum Anfertigen von Federn. Das heißt, jetzt im ersten Schritt werde ich mal den Hobel auseinandernehmen, alle Teile.
und dann in dieser Essigessenz einlegen. Ich habe jetzt das Gefäß gewechselt. Zwei Tage später, in der kleineren Schale, ich habe das nur abgedeckt und in einem Waschbecken aufbewahrt. Und jetzt kommt der große Moment, ich bin so aufgeregt. Okay. Da hat sich das Ganze hier bis nach oben gearbeitet. Und jetzt werde ich jedes einzelne Ding rausnehmen und mit der Zahnbürste nachbearbeiten. Okay. So, also ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Das hat super funktioniert. Der ganze Rost ist weg. Super. Jetzt kommt der nächste Schritt der Reinigung. Ich habe hier Kamelenöl, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen, Küchenrolle. Fangen wir mit dem Hauptkörper an.
Also etwa eineinhalb Stunden später bin ich mit dem Putzen fertig. Also ich mache mit Putzfetzen, Stahlwolle, an 500er Schleifpapier, Kamelenöl, WD-40. Und ich muss sagen, ich bin mehr als glücklich, weil alle Rauststellen sind weg. Der Hobel, ich habe mir geschaut, es hat keine Ausrisse, keine Scharten. Die Schrauben gehen alle leichtgängig. Ich hatte etwas Sorge um den Holzgriff, weil er doch dem Essigdampf ausgesetzt war. Deswegen habe ich ihn eingewickelt, aber der ist wirklich schön geworden, den habe ich nachgeschliffen. Also auch die Hobelmesser, die haben alle keine Scharten, keine Ausrisse, sind natürlich ein bisschen stumpf, klar. Die muss ich alle nachschärfen, aber die sind komplett in Ordnung. Unglaublich. Als nächstes werde ich mal die Teile noch einmal so auflegen wie vor dem Essigbad, weil ich selbst gespannt bin als Vergleich zwischen vorher und nachher. Dann werde ich die Holzteile noch einmal fein schleifen. Den Knauf wahrscheinlich nicht mehr, weil der ist wirklich schön. Diese Führungsschiene werde ich entweder mit einem Hobel oder mit einer Ziehklinge nachbearbeiten, um diese leichten Furchen auszuarbeiten. Dann eben das Holz wachsen. Ja, und dann werde ich ein Hobel Eisen mal schärfen und die erste Probearbeit durchführen. Da bin ich echt schon gespannt. Aber als nächstes, wie gesagt, lege ich mal die Teile so auf wie vor dem Essigbad. Schönes Holz, das ist dieser Anschlag. Den werde ich noch wachsen. Ich mache eben da noch, weil das ziemlich rau ist, will ich noch mit der Stoßlade kurz arbeiten. Jetzt mache ich das kurz mit der Stoßlade hier. Diese Führungsschiene hier wachsen. Dann so kleine Dosen. Riecht noch ein bisschen nach Kokos. Schon jetzt einmal zusammengebaut. Herrlich, herrlich. Okay, jetzt kann ich es zusammenbauen. Und nun bin ich mit dem Restaurieren des Hobels fertig. Das, was noch fehlt, ist die Hobelmesser zu schärfen. Aber der Hobel an sich, den habe ich entrostet, geputzt, das Holz etwas nachbearbeitet, geölt, gewachst und dann aber noch geölt. Und jetzt ist der Hobel fertig. Genauso geht es mir. Ich bin unglaublich glücklich mit dem Ergebnis. Also ich finde ihn wirklich einfach nur schön. Ich bin schon so gespannt, mit diesem
Hobel jetzt zu arbeiten. Aber nachdem er jetzt entrostet ist, er ist leichtgängig. Also die ganzen Anschläge gehen wunderbar zum Einstellen. Er ist wie gesagt, er ist komplett. Es fehlt keine Schraube, es fehlt kein Messer. Da hatte ich wirklich, wirklich Glück. So schaut er aus. Auch das Zubehör, dieser tiefen Anschlag, ist wunderschön geworden um die Messer, die Messerblöcke. Einmal, zweimal. So schauen die jetzt aus. Die sind komplett entrostet. Ja. Wie gesagt, ich muss jetzt noch schärfen. Aber ist es ein Traum? Wenn ich mir vorstelle, dass mit diesem Hobel vor 70, 60, 70, 80 Jahren, genau weiß ich es nicht, irgendwelche amerikanischen Tischler oder englischen Tischler Möbel gebaut haben und jetzt ist er da in Wien und ich werde mit dem Gerät, mit dem Hobel ebenfalls Möbel herstellen. Ich finde das einfach, also ich kann wirklich nur empfehlen, meinen Blick ins Internet zu werfen, wo man jetzt so einen alten Hobel ersteigern kann. Und jetzt geht es daran, dass ich mal ein Hobelmesser schärfe und zum ersten Mal mit dem Hobel arbeiten werde. Na gut, ich habe so ein 1 cm breites Messer geschärft und ich mache jetzt einmal das Hobeln einer Nut, ungefähr so 8 mm tief, das ist ein Fichtenholz. Schauen wir. Dass mit dem Hobel, wie gesagt, vor 80 Jahren oder noch länger zuletzt jemand gearbeitet hat, ist das wirklich. Und wenn man jetzt schaut. Ja, das war der erste Teil über diesen Hobel, die Instandsetzung, wir sind draußen, der erste Einsatz. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Ich muss erstmal die ganzen Messer schärfen, dann muss ich den Hobel kennenlernen. Es gibt eine Menge von Einstellmöglichkeiten. Aber als kurzes Resümee, ich bin glücklich und überwältigt von diesem Hobel, von diesem Werkzeug.